Willkommen zurück. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind immer noch bei City Skylines. Und wir werden uns jetzt darum kümmern, hier erst ein paar Bewohner reinzukriegen, während das Studienjahr hoffentlich mal demnächst bald zu Ende sein wird. Ja, das Problem ist, wir brauchen viele Bewohner. Ich würde gerne das Kleine hier weiterbauen, das bringt uns momentan aber nichts. Weil wir auf 32.000 kommen müssen, das brauchen also noch... Ah gut, vielleicht sollte das reichen, ne? Bin mir gerade nicht so sicher. Das sieht hier natürlich alles jetzt, wo die Häuser aufbauen, sich ein bisschen klotzig aus, aber gut. Lässt sich da nicht verhindern. Leicht reicht inzwischen eigentlich mal der Strom so? Nein, natürlich nicht. Aber die Leitung hier kann inzwischen weg. Ich glaube, ich mache hier erstmal weiter, bevor ich da vorne weitermache. Mit den Großen immer ein bisschen vorsichtiger sein. Dann nehmen wir erstmal die guten Straßen. Hier können wir nicht auch mal wieder eine runterziehen. So. Ah, gut, hier anschließen. Ja gut, das sind nur Nebenstraßen, ne? Das geht eigentlich. Hier entstehen eh keine Ampeln. Da kommt natürlich noch der Gehweg zwischen gleich oder so. Hier will ich jetzt definitiv nicht anschließen. Aber runterziehen können wir. Was schwabbelst du hier nur her, mein Freund? Bleib gerade. Bleib gerade. Machen wir es eben so. So. Wir wollen hier schließlich eine schöne Wohngegend. So, den werde ich jetzt mal da mit dran zimmern. Ist hier unten zwar ein bisschen runter, da können wir ein bisschen Deko zwischenbauen. Kleinen Weg oder so. So, den hier, der soll auch nicht an die Straße. Ne, 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 ne. Kein Fall. Aber nochmal, das könnte man nicht so machen. Den setze ich so hin und daran. Ja, das geht. Denn der steht hier sehr bescheiden, ne? Ich glaube, da komme ich so nicht gerade vorbei, oder? Ah, doch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, den werde ich hier auch nicht anschließen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil ich daneben gleich ran möchte. Sonst haben wir hier nämlich eine Doppelkreuzung. Und Doppelkreuzung muss nicht sein. So, das machen wir so. Ziehen wir hier mal zusammen. Das ist absichtlich mal ein bisschen schief. Das sieht mal ein bisschen anders aus. Muss ja nicht immer alles gleich sein. So, wegen hier. Den können wir da ranziehen. Einmal gerade durch. Hier, die können da langfahren, machen wir Gehwege rein. Ich glaube, das reicht doch erstmal. Wie gesagt, dann machen wir es Stück für Stück. Jetzt denn nochmal gut die Ampeln durchgucken. Ampeln, Ampeln. Ich glaube, eine müsste zumindest sein. Nein? Wow. Okay, das war aber eine alte Ampel. Sehr schön. Ganz wichtig, hier einmal kurz durchchecken. Müll, Deponieauslastung, Müllverarbeitungsstatus wird langsam mehr, oder? Lüft aber nur alles. Er müsste es eigentlich auch automatisch ausleeren. So, Onkel Doc. Onkel Doc ist gut gegeben. Friedhof ist gut gegeben. Ja, gut, wir haben hier aber auch keine Art Proxys. Wir gucken aber auch bei Bestattung gerade. Doch, Onkel Doc ist gut gegeben. Bestattung, ja, das geht alles noch. So, den gucken wir mal. Feuerwehr ist hier auch gegeben. Polizei auch. Da hatte ich ja schon vorausgedacht. Sehr schön, kommt ja selten vor. Gut. Warte mal, Solle. Grundschule wird langsam eng. Und da kommen gleich noch mehr Leute. Gut. Das passt. Dann bauen wir die hier hin. Dann können wir hier raus eine kleine Schule oder so machen. Wir müssen ja nicht überall immer Bewohner rennen. Das reicht, glaube ich, auch. Oder? Ich hoffe es mal. Ja, erstmal zumindest. Oberschule ist gegeben. Uni, ja, das wissen wir. Es sind mittlerweile aber auch nicht mehr so viel berechtigt. Gott sei Dank. So. Bugs brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen. Ah, ich will hier jetzt nicht unbedingt einen Touristenpark, obwohl die sich hier anbieten würden, ne? So ein Anglersteak hier ran. Das Problem ist bloß, geht das mit dem Weg? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Gut, dann nehmen wir die nicht. Weil ich will hier keine Straße ranbauen. Dafür haben wir extra so schönen Weg gebaut. Reutstaller, der ist so groß, ne? Beachvolleyballplatz? Ah, gut. Würde sich hier so ein bisschen anbieten, ne? Zumindest hier so einen hin. Warum nicht? Na gut, das muss auch ans Wasser. Naja, Angeltouren, das hat ja so Touristengedöns, muss alles ans Wasser. Dann gucken wir hier mal. Boah, hier ist ein bisschen karg auf der Brust. Gut, das eine Haus können wir opfern. Hauptsache, der Weg bleibt heile. Na gut. Den haben wir da hier nämlich auch.
Ja, schon besser. Schön besser. So, und dann nehmen wir noch einmal den schönen Hundepark. Den, wo haben wir jetzt die Schule hingestellt? Da, den semmeln wir dann direkt hier rein. Wunderbar. Den gucken wir jetzt noch mal kurz nach der Wägen. Hier fehlen noch ein paar Wege. Hier könnte man zum Beispiel, klar, die könnten hier hin langlaufen, aber man kann es noch mal miesieren. So, ich glaube, ich werde die anmachen müssen. Ist das richtig verbunden? Bin gerade zu dunkel. Ja, ist aber. Warte mal. Mensch, komm her hier. Mach aus. Danke. So, den ziehen wir hier einfach so schräg dran. Vermuten ist er. Ja, sehr schön. Können sich auch ein bisschen zu Fuß langlaufen. Passt doch. Den wollen wir auf jeden Fall noch verbinden. Jetzt muss es aber einmal wieder an. Genau. Ah, ich liebe die Funktion. Und hier muss natürlich auch einmal zu schräg rüber. Ja, ist auch verbunden. Sehr schön. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Ah, so langsam fange ich an, die Mod zu lieben. Sehr schön. Gut, den da. Naja, ist noch nicht genau auf der Ecke, geht aber auch so. Sehr schön. So, sehr wichtig. Haben wir schon? Okay. Wasserrohre wollte ich gerade sagen. So, ich werde mich jetzt aber einmal kurz hier um den Schulhof kümmern. Na, zumindest so gut wie es geht, ne? Ja, das ist so eine Sache hier mit dem Schulhof. Hier müsste ich jetzt einmal das Gedöselte ausmachen, damit ich frei bauen kann. So. So, hier denn noch einmal lang. Haben wir zumindest einen Weg rum. Hier sollte das eigentlich gar nicht ran. Wir wollen ja nicht, dass die Kinder auf die Straße laufen. So. Da soll da eine auch nicht dran. Ich glaube, ich habe den nur zu lang gezogen. Ne? Ja. Ah gut, die haben hier so einen kleinen Schulhof mit dran, ne? Aber, weißt du was, wir machen das anders. Den Weg haben wir ja. Wir brauchen einmal Zäune. Ich finde es zwar nicht schön, aber ich kann es verstehen aus Sicherheitsgründen. In Wirklichkeit sind ja auch viele Schulgelände eingezäunt. Schön ist es nicht, aber nachvollziehen kann ich es auch, dass es so gemacht wird. Nein. Verdammt. Das wollte ich nicht. Ade. Weg ist kaputt gegangen. Da bin ich eben weggeliebt mit der Maus. So. So. Nein. Lass den Weg heile. Nicht schon wieder. Ich habe gesagt, lass den Weg heile. Danke. Hm? So, und hier nochmal hin. So, dass es so aussieht, als wenn das Schulgelände so ein bisschen umzäunt ist. Ja, dann haben sie hier noch einen Weg, wo sie rumgehen können. Sehr schön. Ja, können wir hier halt doch noch. Zum Beispiel später eine U-Bahn-Linie mit reinbauen, ne? Also zumindest eine Station. Und der Teil braucht ja auch irgendwann mal eine Anbindung, ne? Ich könnte hier so eine hinbauen. Ich könnte es von da nach da ziehen. Und hier noch eine hinbauen, könnte es von da dann wieder hier runter. Oder von da nach da. Hm, auf jeden Fall muss der Teil hier mit abgefahren werden. Das nützt alles nichts. Gefälle zu Style. Hier geht dort wieder los. Ah, hier wird aber passen. Sehr schön. Ja, das wird gehen. Von da denn. Ah, da müsste ich hier so einen Bogen fahren. Das kriegen wir mal hin. Von da denn wieder nach da. Dann können wir die Station lassen. Hier geht es ja später eh noch weiter. Dann zimmern wir, würde ich sagen. Na, erstmal reicht die eine. Aber später soll ich hier denn noch was hin. Den müsste ich aber trotzdem einmal. Warte mal, ich muss jetzt Pause machen. Ich muss nämlich die U-Bahn-Linie umbauen. Zack.
So, einmal die Schiene unterirdisch, mein Freund. Willst du wohl mal runter? Danke. Sehr zuvorkommend von dir. Gut, man könnte ihn auch hier ran machen, von hier zurückfahren lassen, aber das wäre doof. Später geht das hier ja auch noch weiter. Ich mach das mal so. Ich lass dir hier mal so ein bisschen einen Bogen fahren. Genau. Nein. Genau. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber von da denn jetzt erstmal wieder hier ran. Ah, seitdem man die Oberirdisch bauen kann, muss man aufpassen. Er baut die gerne an die Oberfläche. So, Linien, warte mal. Ja, wenn ich die jetzt einfach weiterziehe, geht sie wahrscheinlich wieder. Ich mach sie neu, das ist einfacher. So, raus. Raus. Ja, regt euch nicht auf, ihr kriegt doch eine neue Linie, Mensch. Den einmal von hier, einmal hier diesen Schlängelbogen rum, dahin gehen, ne? Den da einmal hin, dahin, den ins Stinkgebiet, den hier hätte ich eigentlich auch einen hinbauen können, aber schlängeln wir hier eigentlich nochmal rum. Ist da echt keine? Nee, ne? Aber jetzt alle, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Hab aber alle, wie es aussieht. Oh. Da sind wir angefangen. Gut. Hier haben wir auch. Der wäre hier die nächste Haltestelle. Zack. Und da wieder ran. Das Ganze nochmal in die andere Richtung. So, den von hier. Nach dort. Oh, er macht beides die gleiche Farbe. Das kommt selten vor. Naja, ein Tickchen dunkler. Gut, ist ja so gesehen, aber auch die gleiche Linie, ne? Also passt das schon. Ist ja bloß in zwei verschiedene Richtungen. Den da nochmal ran. Yep. Da nochmal hin. Und dahin. Sehr schön. So, dann haben wir alle, ne? Da wieder ran. Wunderbar. Na, ist fast gleich. Die ist ein bisschen dunkler, aber fast gleich. Gut, gut. Jetzt sollten erstmal die normalen Züge verschwinden. Um die Buslinie werden wir uns später auch noch kümmern. Alles gut. Das ist wieder, was ich meine. Das Gebiet muss ja später auch. Aber wie gesagt, ich glaube, hier werde ich später eine extra Linie machen. Oder die allgemein nochmal komplett neu machen, die U-Bahn. Welche quasi später einen für den Bereich haben, einen für den Bereich, einen den mit Umsteigemöglichkeiten zwischen und Flughafen rein und so weiter und so fort. So, hier fehlen jetzt, glaube ich, noch. Wir haben sonst alles Wichtige. Hier fehlen aber die Wohngebiete, ne? Und die Gewerbegebiete. Ich habe Weg vergessen? Nö. Hier könnte man in der Tat einen Weg zwischen machen. Alt. Wir haben hier jetzt schon so viele. Hier sollen ja sowieso nur kleine hin. Das ist Stadtrand. So. Klar, ein paar Geschäfte mit zwischen haben wir eh Gewerbenachfrage, aber... auch nur kleine. So. Zum Beispiel die kleine Straße hier. Da gehört ein kleiner Mediamarkt hin. Daneben kommt ein kleiner Saturn. Studiebericht. Letztes Jahr. Studenten. Da waren 407 weniger. Oh, kein akademisches Werk. What? Campusaktivität plus 25 Jahre. Gut, so bringen wir die auch nicht weiter. Reputationslevel ist immer noch unbekannt. Zwei Tucker-Partys. Ja, es ist immer unterschiedlich, ne? Es ist echt immer unterschiedlich. Es sind ja nicht immer gleich viele. Es kommt immer darauf an, wie viele geboren werden und so weiter und so fort, ne? Was ist denn das hier? Hier hätte ich aber gerne... Nun geh mal wieder... Warte mal. Mann, das sind nur Nebenstraßen. Hier kommen eh keine Ampeln. Hier kann ich schon gerne... Ja, ja. So, dann kommt hier nochmal ein Wohngebiet hin. Sehr schön. So, da machen wir es später weiter. Die kleine Ecke hier kann noch. Das machen wir jetzt mal so. Das wird hier ein bisschen eng. So. Ein paar kleine Geschäfte hin. Hier kommen auf jeden Fall Wohngebiete hin. So.
Ah, hier auch. An der Schule, kleine Kinder, stark befahrene Geschäfte. Nee, das muss nicht sein. Das ist eine Grundschule, Mensch. Allgemein haben wir hier schon Geschäfte, das muss reichen. So, hier kommen nochmal Wohngebiete hin. Das dürfte jetzt einen guten Schub geben. Naja, das dürfte eine Weile dauern, bis sie sich ausgebaut haben, weil wir jetzt halt auch nicht so die Ultra-Brüller-Nachfrage haben gerade. Ah, so schlecht sieht das gar nicht aus. Ne? Ich meine, hinten weiter die größere Stadt, ja. Hier vorne halt so die kleineren Gebiete. Hier könnten wir nochmal ein Biesle, weil wir ein bisschen Nachfrage haben. Sehr schön. So, wir nähern uns aber langsam. Wir sind ja schon bei den 26.000. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir brauchen 32.000, ne? Jo. Ganz langsam nähern wir uns. Ah, genau. Wir machen auch gemütlich. Aber es gefällt mir wegen ganz gut. Viel zu selten genug damals. Viel zu selten. Vor allem, wir gehen immer mehr ins Plus. Habe ich damals nie hingekriegt. Hier bauen wir einen Weg hin. So, machen wir on das Gedöns. Danke. Jupp, den Post hat er auch. Wunderbar. Ja, gut. Und die Uni, das ist ja halt so eine Sache, ne? Die überreicht echt das nächste Level, wenn wir nochmal ein akademisches Werk kriegen. Das ist reine Glückssache. Und die macht ja sowieso ein Minus, so gesehen. Die Studenten waren auch eine ganze Ecke weniger. Warum eigentlich? Wir haben, also daran liegt das nicht. Wir haben mehr als genug an der Stadt. So ist das nicht. 4.390 sind berechtigt. Also, liegt aber vielleicht auch daran, es kommen nicht alle hin. Das Ding hat so gut wie keine öffentlichen Verkehrsmittel an Anbindung, ne? Ach mal gut, wir hätten hier eine U-Bahn-Station, ne? Ja. Ja. Gut, das ist nicht weit weg. Mit der würden sie hinkommen. Ah, gut, vielleicht. Ich bin gerade überlegen wegen der Buslinie. Wenn ich eine Buslinie mache, die hier fährt und eine macht, die hier fährt und sie irgendwo hier umsteigen lässt. Und da auch nochmal eine extra Buslinie. Aber man kann sie ja umsteigen lassen. Wäre auch eine Idee. Warte mal, ich mach mal kurz Pause. Wir nehmen erstmal die Buslinie raus, die wir haben. Die beiden. Das bringt da eh nichts. Das ist völliger Schwachsinn. Die werden eh kaum benutzt. Die kosten nur Geld. So, Bus. Bushaltestellen. Biobusse gehen auch, ne? Ey, oh, gut. Dann machen wir erstmal eine Buslinie. Drin haben wir ja die. Genau, die U-Bahn-Station. Ah, nicht unbedingt hier an der Kreuzung. Fangen wir mal da an. Da kommt eine Bushaltestelle. Da, wir lassen ihn jetzt mal. Nehmen wir das Stück da mit? Nee, das Stück soll eigentlich später eine extra Linie kriegen. Wir können hier aber rein theoretisch an die Hauptstraße steigen lassen und halten lassen und später mit der anderen Linie umsteigen lassen. Dann lassen wir hier mal am Park halten, genau. Dann lassen wir ihn hier auch nochmal bei der Uni halten. Ja, wir lassen ihn einfach die Hauptstraße langfahren. Hier ist eigentlich nichts zum Halten. Wir wollen ja jetzt auch nicht zu viele Haltestellen. Da können wir, haben sie den Fußgängerweg, da können wir nochmal. Hier von mir ist auch, genau. Ah, hier wäre Schwachsinn. Da können wir nämlich hier nochmal halten lassen. Gut, ich weiß zwar nicht, was die Leute hier wollen oder sollen oder. Also reicht aber. So haben wir das Ding einmal im Kreis. Normalerweise funktionieren die ja so, die fahren irgendwo hin, fahren dann irgendwie eine Art Schleife und fahren dann wieder zurück. Ne? Macht das jetzt so ähnlich wie mit den U-Bahnen. So, denn das gleiche nochmal zurück, müsste eigentlich ohne Probleme klappen. Muss gleich um den kontrollieren, weil sonst setzt er mir da wieder, wer weiß wie viele Busse hin. Inzwischen hatte ich keine, ne? Nö. Muss ja nochmal kontrollieren, ob ich auch alles mitnehme. Hier war eine. Yep. So, dann kann er da nochmal halten. Da hatten wir nochmal eine. Hier hatten wir keine, ne? Ne. Aber hier haben wir ihn halten lassen. Da können wir auch mal raus.
Gut, und den hatten wir ihn da auf jeden Fall nochmal halten lassen. Und den haben wir ihn hier wieder. Ne, da haben wir ihn auch nochmal. Okay, den da ran. Hätten wir zumindest die eine Linie, die einmal außen rum fährt. Meint die innen drin? Vielleicht mache ich dafür später noch eine extra oder so. Müsste mal gucken. Dafür kommt dann später noch eine extra. Das lohnt sich aber noch nicht. Die Gebiete sind noch nicht fertig genug. Aber wahrscheinlich noch eine extra Linie fürs. Damit sie zur Arbeit kommen. Kommt zwar auch mit der U-Bahn hin, aber. So. Würde da raufkommen? Wird er. Okay, dann lasse ich ihn einmal hier halten. Da arbeiten ja auch Leute. Dann lasse ich nur einmal hier hinfahren. Ah, hier wird dann eine Schleife fahren. Ich will nur eine Haltestelle haben, wo umsteigen kann. In eine andere Linie. Wo wird er denn hier fahren? Da hoch, aber ich muss ihn ja halt auch ja irgendwie umdrehen lassen. Aber wenn ich hier jetzt zurückfahre, dann wird er da. Gut, der fährt dann so eine Schleife, ne? Ah, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Dann lasse ich ihn an den beiden Haltestellen die Möglichkeit zum Umsteigen. Ah, hier brauche ich keine Haltestelle. Und dann lasse ich ihn aber hier lang fahren. Hier einmal, damit er auch weiter hinkommt. Ah. Und dann lasse ich ihn wieder hier. Es soll nur eine kleine Linie werden. Hier lasse ich auch nur die eine fahren. Hier mache ich keine gegengesetzte Linie, weil er hier ja schon fährt. Das müsste gehen. Das Einzige, was ich jetzt nochmal durchchecken muss. Die drei Linien. Na, das dachte ich mir. Viel zu viele Fahrzeuge. Da will er 10 einsetzen. Auf keinen Fall. Die gelbe, alles klar. Da reichen 3 Busse voll und ganz. So, und bei Linie 2. Da will er auch 10 einsetzen. Sonst kriegen wir wieder einen Riesenbusstau. Das muss nicht sein. Man, das muss man später mal, wenn sie eine Weile fährt, beobachten. Fahrzeugzahl ändert sich da immer so ein bisschen. So, und das ist die. Hier sollen auch keine 11 Busse fahren. Kann sein, dass sie nicht ausreichen. Das müssen wir beobachten. Vielleicht haben wir so Glück. Und die werden mehr benutzt. Ne? Die alten Busse müssen jetzt erstmal verschwinden. Sie kommen damit ja weiterhin zur Arbeit. Ich werde wahrscheinlich später an der Linie auch den noch mit einbinden. Wäre, glaube ich, auch besser gewesen. Ich hätte ihn auch hier umdrehen lassen können, ehrlich gesagt. Hätte er hier mit halten können. Weil der Bus müsste hier doch links abbiegen können, ne? Warte mal. Bushaltestelle. Ja, das wäre besser gewesen. Okay. Wenn ich ihn hier einmal vor dem Festivalgelände halten lasse. Ja, dann können sie das mich nutzen. Dann kann er hier mich umdrehen, hier wieder zurück. Und dann ist er wieder auf dem richtigen Weg. Ja, das ist besser, als wenn er da oben durchfährt. Schön besser. Und wir haben hier ja halt eine Umsteigemöglichkeit. So ist es nicht. Wunderbar, wunderbar. Also ein paar stehen hier zumindest. Bin mal gespannt. Die müssen ja auch zur Arbeit kommen. Klar, hier innen drin fehlt jetzt überall Bus. Da werde ich wahrscheinlich eine extra Linie für machen. Und das baut sich hier gerade alles sehr, sehr langsam auf. Dauert halt ein Weilchen. Weil ich glaube, die Stromleitung hier, ich brauche einmal den Bulldozer, die ist mittlerweile überflüssig. Einmal kurz gucken. Die ist definitiv überflüssig. Das dachte ich mir hier so, warte mal. Kam durch die Stromleitung. So. Ja, ja, Geduld haben. Das baut sich schon auf. Wir haben es ja nicht eilig. Bewohner gehen ja auch hoch. Wo sind wir? 26.350. Dauert natürlich ein bisschen. Aber es muss ja nicht Schnee gehen, ne? Ich frage mich echt, warum die so Industrie nachfragen. Ich meine, gut, die Waren, die sie importieren, werden mehr. Die sie verkaufen, wahrscheinlich gibt es nicht mehr genug für die Geschäfte. Aber arbeitsmäßig kann es eigentlich nicht dran liegen. Na, obwohl, wir haben 9% arbeitslose Bürger, das könnte ein bisschen was erklären. Haben jetzt auch teilweise auch schon sehr viele, die gebildet sind. Wie viele sind hier denn inzwischen drin? Ah, gut. Aber es hält sich immer noch im grünen Bereich, ne?
Uni ist wieso mal so eine Sache. Wir gehen ja nie alle hin. Ist wahrscheinlich auch eine Frage der öffentlichen Verkehrsmittel. Wie man sieht, wird die neue Buslinie aber sehr gut angenommen von den Studenten. Alle Studenten hier? Junger Erwachsener? Ja, Student im Berufsschulschlafsaal. Der arbeitet bei die Firma. Das ist die Boutique. Okay, hier sind auch andere Polizeiakademie. Ja, ja, hier sind aber die Studenten mitzwischen. Ja, Polizeiakademie. Polizeiakademie. Zum größten Teil die Studenten. Alles klar. Könnte mit einer der Gründe sein. Aber die haben hier ja auch eine U-Bahn-Station in der Nähe. Ne? Haben wir ja vorhin gesehen. Da. Ja, gut, die ist auch gut besucht. Die kommen denn hier runter wahrscheinlich. Und kommen hier... Doch, müssen sie rüberkommen. Hier ist ein Zebrastreifen. Oder... Ne, die sind hier verboten, ne? Ich bin am überlegen, warte mal, hier zumindest den einen Zebrastreifen hier zu erlauben. Zebrastreifen, Zebrastreifen, wo haben wir die denn? Da? Zumindest den einen hier. Weil die müssen ja irgendwie auf die andere Seite gucken. Okay, jetzt nutzen sie es auch. Und wenn sie hier ankommen, wie gesagt... Müssen ja irgendwie rüberkommen. Ja, sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Rüberlaufen tun sie, weil es nur vereinzelt welche. Kommen hier angetigert. Vielleicht werde ich da auch einen erlauben, aber ich glaube, dann staut sich das näher zu oft. Ah, gut, komm, machen wir. Wir probieren es einfach mal. Hier zumindest den einen. So. Weil es kommen ja auch welche mit der U-Bahn, dass sie auch rüberkommen zur Schule. Weil sonst wird das ja nichts. Dann würde ich sagen, so bevor der ist am Ende, es geht ja langsam hoch hier. Klappt also. Ah, gut. Ich glaube, wir müssen zwangsläufig demnächst wirklich ein bisschen Industrie bauen. Also, da kommen wir nicht dran vorbei. Und das baut sich so auch nicht weiter auf, weil wir kriegen mittlerweile zu viele Arbeitslose. Klar könnte ich ein bisschen Bürogebiete bauen. Aber Industrie, ich glaube, ein bisschen brauchen wir. Die fangen mir schon an, Waren einzukaufen. Was uns irgendwann hier zum Stau führt. Wenn sie zu viel einkaufen. Das wird natürlich auch nicht sein. Obwohl das hier auch noch ein Problem wird. Aber gesagt, das soll hier ja eh weg. Guck, da geht es mir schon los. Die kaufen zu viel ein. Geht aber noch. Also noch ist alles im grünen Bereich. Ja. Was, Versandhandel, Barbies jetzt verfügbar? Ne, Babys. Suchen sie sich selbst das beste Gen raus. Ja, ist recht. Aber groß und ganz kriegen wir schon hin. Und da entsteht schon ein bisschen groß, da entsteht groß, das hier wird noch groß. An den Seiten entsteht eine schöne ländliche Stadtrand. Ja. Soll ja halt auch mal eine etwas schönere Stadt werden diesmal. Gut. Dann sind wir fort am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.